Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Bausimulator 2015 zusammen mit dem Smoky Snake. Hi. Das Einfamilienhaus ist immer noch nicht fertig. Der Chef kommt einfach nicht aus dem Knick. Ja. Zum Glück hat dann der Geselle gebaggert. An der Tochter des Einfamilienhausbesitzer. So. Wir fahren hier einen leeren Container wieder zurück, den wir für 500 Euro gekauft haben. Das versteht kein Mensch. Man könnte wenigstens ein bisschen eine Plane drauf machen. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie ich gekämpft habe, dass da überhaupt der Container hinkommt an die Stelle. Zweimal Fahrzeug zurücksetzen und so. Ja. Egal, jetzt stellen wir es hier drüben hin. Egal, ist 88. Wenn du auf die Seite drehst, sind es 4 Nullen. Jetzt fahren wir hier rein, da steht extra Container. Jetzt steht da nicht mehr Container, weil das Schild weg ist. So. Dann haben wir. Na toll. Hätte ich auch. Sehr schön. Wie ist das denn so schnell abgeladen? Hä? Achso, du kannst jetzt erst anfangen, okay. Ich dachte, du hättest jetzt so schnell abgeladen, auf einmal verschwand der Container. Besorge Abwasserrohre von einem Baustoffhändler und transportiere. Hast du die auch schon dabei? Ja, ne? Alles. Der kann schön wieder zurück zum zum Hof, ja. Die Firma. Zack, nächste. Ja, ich denke, das ist erstmal die letzte Folge, die wir jetzt aufnehmen. In dieser Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. 6, 7, 10, ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall richtige, gut schöne Folgen dabei gewesen. Vielleicht auch die eine oder andere etwas, ja, gemächlichere. Aber, ja, macht doch mehr Spaß als gedacht. Gibt ein paar Überraschungen. Gerade das mit der Joystick funktioniert ohne großes Theater. In der Regel ist es immer großes Theater, wenn man irgendwas anschließt und nutzen möchte. Und ja, ansonsten ist man halt, man weiß ja schon vorher, was einen erwartet. Das Spiel ist ja jetzt doch schon 2 Jahre draußen. Und ja, ich denke mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt einfach jetzt. Okay. Gerade Gold Edition mit DLCs, die dabei sind, 13 Euro, selbst wenn man die 15, die wohl angeblich UVP ist, Steam 25, muss jeder für sich abwägen, aber ich sage 13 Euro ist auf jeden Fall schon mal ein Wert dann, oder sollte es ein Wert sein, ne, also sehr MAN-lastig auf jeden Fall. Kannst auch einmal schlecht ins Kino gehen, ne? Ja, das stimmt, also. Vor allem, da sitzt du richtig schlecht. Da sitze ich mal lieber 8 Stunden hier am Bürostuhl. Ja, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen rausbringen. Und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Laufen die jetzt hier im Gänseschritt, die Chinesen? Auch nicht schlecht. Und der biegt nicht ab, da kommt keiner, kann's fahren. So, ich hatte die Bordsteinkante berührt und dann hielt er schon an. Aber andere, die rasten, rasen so in dich rein.
geh doch mal schauen, was er macht, der Junge. Ja, ich bin mal richtig gespannt, wenn wir halt gut vorankommen, dann werden halt irgendwann Großprojekte auch hier verwirklicht werden können und müssen und wollen, ne? Ja, das halt schon ab Level 6, glaube ich, jetzt oder 7, da kriegst du ja dann schon den Auftrag, dass du in der Stadt ein großes Firmengelände holen kannst und so weiter, ne? Richtig, und das kannst ist du dann dich ja besser ausbauen dann. richtig, also wir werden jetzt gleich, also ich definitiv werde gleich mal schauen, was es so an Mods hier gibt. Wir sind natürlich, ja, LS geschädigt kann man jetzt nicht sagen, aber verwöhnt sage ich dann eher. Weil da gibt es ja richtig viele Mods. Mittlerweile immer mehr, für den 17er auch schon. Und ja. Zum Beispiel, wenn der hier schon allein noch kippen könnte, dann könnte man zwei davon holen. Ja, und hier da passen bestimmt 6 Kubikmeter drauf, dann hast du ein bisschen mehr Erde, da brauchst du nicht zweimal fahren. Das kostet natürlich viel Zeit, wenn er zweimal fahren muss. Weil noch 0,2 fehlen irgendwie. So, Steffen, runter hier. Kran runter da. Kannst du mit Backspace schneller abbauen, ne, den Kran. Sehr schön. Sehr schön. Noch nicht. Jetzt. Ja. Unerfahrener Geselle. Schönes Haus. Glaube ich auch sagen. Ja, haben wir gut verdient. 1100 Punkte. Na ja, schön. Boah, die wohnen sogar schon da. Ja, Abschnitt abgeschlossen. Level 6 sind wir, also ich. Weiß nicht, was du bist. 3. Wieso? Komm nicht voran. So, okay. Also Erfahrungspunkte kriegst hauptsächlich nur du. Okay. Macht aber nichts. Bisschen Geld kriege ich ja dafür, aber. Ja, der Fuhrpark kann erstmal nicht vergrößert werden, weil wir hier nur 2 Stellplätze haben. Mal schauen jetzt, ob wir vielleicht schon den Auftrag bekommen, Sonderauftrag. Ne, Umzug der Stadt. Ah doch, das ist ein Umzug der Stadt. Ja, 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 das ist es. Ah, genau. Cool. Vorarbeiter ansprechen. Er ist auch schon in der Stadt, oder? Er ist bestimmt schon steht bei... Steht doch hier, oder nicht? Ne, ich sehe nicht. Dorf, 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 Stadt, Fahrzeughandel, Stadt, ne. Fahr mit. Ne, nimm mal den grünen. Auftrag angenommen, ja, ne? Warte, guck ich noch schnell. Geht jetzt auf. Auftrag annehmen, jetzt habe ich ihn angenommen. Vielleicht steht er dann erst da. Ja, jetzt steht er, ja. So, Hannes. Hannes, wir brauchen mehr Platz. Ah, Steffen, da bist du ja. Hör mal, ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Was gibt's denn, Happe? Ich muss sagen, du machst dich wirklich gut. Du lernst schnell und gewinnst jeden Tag an Erfahrung dazu. Das verdient ein großes Lob. Das freut mich zu hören, aber es hört sich so an, als käme da noch was. Sehr gut, Chef. Du hast recht. Da kommt noch was. Ich glaube, wenn wir auf lange Sicht erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns vergrößern. Wir brauchen mehr Fahrzeuge, um neue und große Aufträge annehmen zu können. Und zusätzliches Personal werden wir auch brauchen. Ich mach kurz. Wir brauchen mehr Platz und müssen uns deshalb nach einem neuen Firmengelände umschauen. Am besten in der Stadt. Da sind wir auch nahe dran an unseren Kunden. Oha. Das klingt nach einem großen Schritt. Aber ich vertraue deinem Urteil. Wenn du der Meinung bist, wir müssen umziehen, dann sollten wir das tun. Wie finden wir denn was Passendes?
Ich habe vorab schon mal mit einer Immobilienmaklerin gesprochen. Sie hat mich vorhin angerufen und gefragt, ob wir uns ein möglicherweise passendes Gelände in der Stadt anschauen möchten. Was meinst du, sollten wir? Ja, komm, wir ziehen das jetzt durch. Lassen wir die Dame nicht warten. Wir treffen uns da. Ich mache unterwegs noch ein paar Erledigungen. Okay. So, komm, Hannes. Nee, Hoppe heißt er. Umzug in die Stadt. Also Grün hast du gesagt, soll ich mitnehmen. Bei dem brauchen Ja, wir weniger, ne? brauchen wir leider. Ach, den brauchen wir. Nimm den bitte mit. Ja. Zick nicht. Du Ich zieg bist nicht. Level 3, ich bin Level 6. Ich weiß das besser. So. Wirklich, denkt er, ich zieg hier. Jetzt spielt er die ganze Nacht durch, damit er Level 6 hat. Halt zurück. Ah, hätte ich auch unten lang fahren können, toll. Der nächste Auftrag ist nämlich, bringen bitte den Pritschenwagen, den Bagger und den Grünen vorbei. Okay. Du kannst dich nicht zurücksetzen, weil noch ist da hinten halt Ja, dein das stimmt. Firmengelände. Ja. Also die ganzen Standardfahrzeuge, ne? Ja. Danach kannst du die zurücksetzen, die anderen Fahrzeuge, ne? Musst nicht unbedingt fahren. Ja, passt ja. Dann haben wir eine schön für die Aufnahme die Dorf, das Dorffirmengelände beendet. Sind wir 11 Minuten, das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit jetzt hier. Tunnel ist ganz schön lang. Ich war da schon mal. Ich bin am Anfang direkt dahin gefahren, aber es war ja falsch. Das hatte ich ja noch nicht. Dann die extra Dorf, nicht Stadt. Da musst du ja auch erstmal wissen, ne? Komm, mach mal Rundumleuchte aus hier. Oh oh, schaffen wir das? Schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir. Ach komm, gelbes Auto. Was machst du denn? Hast du was kaputt oder was? Hast du was kaputt? Ich fahr schon mal. Aber ich nehme die Abkürzung. Nein. Wieder auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Guten Tag. Hallo. Was hat man davon? Wenn man kurz stehen bleibt, zack, in der Stadt steigen fremde Leute ein. Naja, wie geht's so? Hä? Ja, muss, ne? Hast du mal eine Kippe? Nee, hier ist nicht Raucher. Oder mal eine Mark? Ihr habt nur Euro. Ja, dann tschüss. Tschüss. Oh, ich hätte da reingemusst. Aber ein weiter geht auch. Nein, weiter geht auch. Hat schon umgerechnet, sehr schön. Geradezu, geradezu, geradezu. Weiter, weiter. Jetzt links rauf. Und fahr direkt hoch da. Weiter am LKW vorbei und hochfahren. Hier vorne links stehen sie. Hallo meine Herren, mein Name ist Ming. Wir hatten telefoniert. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich glaube, ich habe hier das perfekte Gelände für Ihre Ansprüche gefunden. Hallo. Guck mal, da spricht er mehr, ne? Hallo, schön, Sie kennenzulernen, Frau Ming. Mein Name ist Steffen. Wir sind schon sehr gespannt,
was Sie für uns haben. Können Sie uns mal die wichtigsten Informationen geben? Gerne. Dieses Gelände hat vorher einem großen Fahrzeughändler gehört. Die sind vor kurzem pleite gegangen. Das Gelände bietet bis zu 24 Stellplätze, also Stellfläche, ein separates Werkstattgebäude und ein repräsentatives Verwaltungsgebäude. Neben dem überaus großzügigen Platzangebot ist auch die zentrale Lage direkt in der Stadt sowie die direkte Nachbarschaft zu einem Baustoffhändler mit dem Hafen ein echter Vorteil, den Sie nicht unterschätzen dürfen. Das hört sich ja großartig an. Wie für uns gemacht, hier können wir expandieren und unseren Fuhrpark noch ordentlicher erweitern. Die monatliche Pacht für 10.000 C ist ein aufstrebendes Unternehmen wie Ihnen sicherlich kein Problem. Hinzu kommt natürlich noch die Nebenkosten, die nach Verbrauch abgerechnet werden. Holla, das ist ja mal eine Hausnummer. Ich glaube, da muss ich mich vorher noch mal kurz mit meinem Kollegen besprechen. Happe, was meinst du? Sollen wir den Schritt wirklich wagen? Ich weiß, das klingt nach viel Geld und eine große Verantwortung, aber ich glaube, wir müssen das jetzt machen. Wir sind sonst so eingeschränkt in unseren Möglichkeiten. Vertrau mir, das ist der richtige Weg. Ja, das Gefühl habe ich auch. Dann ist es beschlossen. Wir ziehen um. Frau Ming, wenn Sie so freundlich wären, alles Nötige zu veranlassen... Sehr gerne, meine Herren, ach, Ihre Herren. Die nötigen Papiere werde ich Ihnen sofort fertig machen. Und hier die Schlüssel für Ihr neues Firmengelände. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Okay. Ja. Da. Da-da-dam, dam. Da-da-da-dam, da-dam, da-dam, dam. Hafen. Hafen haben wir auch entdeckt. Ja. Zack. Zack, unsere Privatwagen sind auch schon hier. So, wo müssen die jetzt hin, hier, die Dinger? Bestimmt unten auf Stellplatz, ne? Was? Vorarbeiter sprechen. Achso, ich muss nochmal mit denen sprechen. Wo ist der denn hin? Ach, guck mal, der steht, hat sich schon wieder hier festgeankert. Mensch, Steffen, ich bin wirklich stolz auf dich, dass wir die richtige... das war die richtige Entscheidung. Ja, das glaube ich auch. Sag mal... Was ändert sich denn durch den Umzug an unserer Arbeit? Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Mit der Übernahme dieses Gelände kommen nun monatliche Kosten auf uns zu, die wir natürlich erst einmal erwirtschaften müssen. Auch unsere Fahrzeuge und unser Personal verursacht nun regelmäßig Kosten, die erst einmal verdient werden wollen. Wird immer wichtiger, auch die Ausgabenseite im Blick zu behalten. Im Spülmenü findest du unter dem Menüpunkt Firma einen entsprechenden Bereich Finanzen. Ich wusste doch, dass die Sache einen Haken hat. Aber gut, auch damit werde ich mich vertraut machen. Gehört ja dazu. Oh. So ist es. Und ich habe keine Zweifel, dass du das schaffst. Noch ein wichtiger Hinweis... Immer am Monatsende werden die laufenden Kosten automatisch von unserem Konto abgebucht. Dazu gehört die Pacht mit Nebenkosten, Fahrzeugbetriebskosten und Löhne. Wie viel Zeit dir noch bis zum Monatsende bleibt, siehst du an den grünen Balken oben rechts unter dem Kontostand. Wenn der Balken voll ist, dann ist die Monatsende und wir sollten genug Geld auf dem Konto haben, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Na, dann mache ich mich mal lieber an die Arbeit. Womit fange ich denn am besten an? Du solltest zuerst mal unsere Fahrzeuge herbringen. Meinst du nicht? Okay, dann los. So, Fahrzeuge. Fahrer, Absatzkipper. Irgendwie. Ja, so Maschinen schauen. Komm, du Springbock. Lass uns mal da arbeiten gehen. So, ich laufe hier schön gemütlich lang. Ich glaube, das reicht noch nicht. Das ist noch nicht, ne? Wir müssen bestimmt runter oder so. Wir müssen bestimmt da unten hin.
Ganz schön hektisch die Jugend von heute. Nö, ist immer noch nicht erkannt. Da, jetzt ist er erkannt. Wo stehst du? Draußen. Was, draußen? Hier auf der Straße, ja. Irgendwas fehlt da noch, irgendwas? So, was ist hier, was fehlt hier? Rutschenwagen. Rutschenwagen, auch der Firmengelände in der Stadt. Okay, muss ich einmal raus und wieder rein wahrscheinlich. Ja. Halt einmal rum. Das war noch nicht so. Doch, jetzt. Hab nichts gesagt. Rausgetappt. Ah, jetzt. Ich renne jetzt aber mal hoch. Das andere ist so langsam. Sagt. So, die Fahrzeuge sind umgezogen. Jetzt beginnt ein neues Kapitel unserer Firmengeschichte. Wie machen wir jetzt am besten weiter? Am besten schaust du mal in die verfügbaren Aufträge und suchst dir einen lukrativen aus. Mach ich. Okay, aber war ja mal kurz. So, Firmenstadt haben wir auch erledigt. Fahrzeughalle. Mit der Fahrzeughalle kannst du die Anzahl der Baumaschinen über die Begrenzung der verfügbaren Parkplätze hinaus erhöhen. Im Fuhrparkmenü können Fahrzeuge und Anhänger ein- und ausgelagert werden. Eingeladene Fahrzeuge verursachen dabei nur noch die Hälfte ihrer monatlichen Unterhaltskosten. Okay. 420 XP. Auftrag. 9? Ja, ne? Machen wir noch einen oder? Ja, komm, einen machen wir noch. Aber da muss ich hier noch, müssen wir noch mal eine Aufnahme starten. Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Wir haben das neue. Ich würde dann aber einmal rausgehen. Vielleicht finden wir das eine oder andere noch, was wir gebrauchen können. Einmal. Auf jeden Fall beenden wir jetzt erstmal hier die Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen da. Aber nicht abschneiden, ne? Oder so. Einfach nur draufklicken. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Tschüss. Ciao.